Hier könnten wir wieder zurückhopsen und wären wieder in dem in dem Bereich unten. Das will ich allerdings nicht. Erstmal will ich hier runterrutschen. So. Hier könnte man nämlich das Seil durchschlagen, wenn man keine Fernkampfwaffe hätte, was sowieso eine dämliche Idee ist, keine Fernkampfwaffe zu haben. Hust, hust. So. Und hier können wir, soweit ich weiß, aufs schräge Dach runterhopsen. So, aufs Dach. Gut, ganz vorsichtig und sanft. Können hier hochlaufen und hier das letzte Secret in diesem Bereich einsacken. Doppelmenschlichkeit. Ja, wir haben ja zwei Stück davon verbraten. Ist es gut, eine neue zu haben. So. Von dem Dach geht es dann runter auf das Dach. Auf das Vordach. So, und vom Vordach geht es dann runter. Genau. Oh, und da drüben haben wir noch was übersehen. Das können wir ja nicht so liegen lassen. Nein, hier ist nur eine Nische. Hier haben wir was übersehen. Genau. Seele Helden. So. Und ja, wir sind in der Unterstadt. In der eingestürzten Unterstadt, die total versifft ist. Mit diesem schwarzen Schmodder. Ja, guckt euch das an. Das hier ist die Lichtmagie von Olasil. In Natur gehüllt und so weiter. Und daneben haben wir die total verseuchte Stadt. Eine Schande, was die Leute hier gemacht haben, nur um an Macht zu kommen. Und das nur, weil irgendeine verrückte Schlange es ihnen gesagt hat. So, einmal hier hochfahren und dann wieder runter. Weil das ist der letzte Aufzug, den wir noch nicht aktiviert haben. So, damit hätten wir die Abkürzung hierher geschaffen. So, hier sind Gegner. Hier müssen wir aufpassen. Vor allem, dass die Magier uns... Ja, komm her. Hier sind nämlich, glaube ich, noch ein paar mehr von den Jungs. Da hinter den Säulen versteckt. So. Ballern wir erstmal den Magier hier weg. Ah, das war zu hoch. So, den einen weg. Den anderen müssten wir auch noch kriegen. Bevor er nah genug an uns rankommt, um uns gefährlich zu werden. Na komm, meine Schießkünste waren auch mal besser. So. Beide Magier weg. Jetzt fehlen nur noch, glaube ich, die beiden Hinterhaltsteller hier. Genau. So. Einer ist weg. Und der andere gleich. So. Hier ist nichts versteckt. Hier ist was versteckt. Eine Seele von einem Ritter. Sehr gut. Und das hier sieht aus wie die Burg oder die Kirche von Olasil. Wobei ich eher auf die Kirche tippen würde, so wie das drinnen aussieht. Und dort hinten erwartet uns ein böser, böser Gegner. So eine Art Miniboss. Der angekettete Gefangene, bei dem ich irgendwie ein bisschen an den ersten Boss aus Dark Souls 2 denken muss. An den... Au. Wow, das hat jetzt reingehauen. An den letzten Riesen. Au. Also ja, der da hat es ganz schön in sich. Vor dem renne ich jetzt mal lieber weg, bevor ich trinke.
Weil er kommt nicht sehr weit aus seiner Kirche raus. Wow. Au, das hätte jetzt sehr schmerzhaft werden können. Und ja, er ist ziemlich gut gepanzert. So ähnlich wie ein gepanzertes Schwein. Deswegen müssen wir ihm zweihändig nachsetzen. Au. Okay, jetzt verfolgt er uns weit zurück. Au. Ich sollte vorsichtig sein, wie weit er mir nachkommt. Na, nicht so weit. Weil sonst habe ich keinen Rückzugspunkt mehr gegen ihn. So, weg mit dir. Und der droppt immer Kettensachen, die total wertlos sind. Also zum jetzigen Zeitpunkt. Ich meine, die Kettenausrüstung kann man sich beim allerersten Händler in der Burg der Untoten besorgen. So, und hier sind überall enthauptete Statuen von Dusk. Oder Dusks Mutter. Ich glaube, es ist Dusk. Ja. Und wir gehen weiter nach unten in die Katakomben von Olasil. So, hier können wir zum ersten Mal einen Aufzug rufen. Hier mussten die Entwickler ja etwas sadistisch sein und einen Gag einbauen. Nämlich einen Gegner, der auf uns wartet. So, abwärts. Zum Kerker. Ja. Das hier sieht definitiv gruselig aus. Hier sind nämlich Zellen. Hier wurden wohl Gefangene gehalten. In dem trotzdem ach so friedlichen Olasil. So, hier haben wir ein Leuchtfeuer. Einlocken. Zauberei einstimmen. Hier hätte ich gerne mal Lichtschein. Lichtschein, so. Gut. Weil wir betreten jetzt das letzte Gebiet eigentlich von dem Add-on. Den sogenannten Schlund des Abgrunds. So. Schlund des Abgrunds, genau. Hier haben wir schon wieder mal eine Kristallechse. Ja, und der Schlund des Abgrunds hat eigentlich nur ein etwas nerviges Gebiet, und zwar sind wir da gerade, wenn wir das hinter uns gelassen haben. Hallo, hier will uns nämlich nochmal von den Jungs hier. Wenn wir das hinter uns gelassen haben, kommt das etwas entspanntere Gebiet. Würde ich mal sagen. Okay, wir haben schon mal einen aggressiv gemacht. Komm ruhig her. Mit deinen vielen Augen. So, da leuchten noch auf jeden Fall zwei. Beziehungsweise drei sogar. Aber das eine ist ein Magier. Und mit den Magiern sich so einfach so anzulegen, während sie Hilfe haben, ist nicht die beste Idee. Deswegen ballern wir erst einmal die... Kannst du deinen Kopf stillhalten? Ballern wir erst einmal die Helper weg. So. Ja, komm schön her. Und weg mit dir. So, du hältst deinen Kopf wenigstens ruhig. So. Und weg. Oh, da ist ja noch einer.
So, weg mit dir. Und hier haben wir finstere Träne. Okay. Wie gesagt, die Hexereien will ich euch gleich zeigen. Die Zauberei des Abgrunds, entdeckt von einem Ulassi-Zauberer am Rande des Wahnsinns. Sie feuert in Abfolge finstere Kugeln. Im Gegensatz zur Standardzauberei ist die Zauberei des Abgrunds gewichtig und fügt körperlichen Schaden zu. Ja, das kennen wir. Und das ist die Zauberei des Abgrunds, entdeckt von einem Ulassi-Zauberer am Rande des Wahnsinns. Er schafft eine Wolke finsteren Nebels. Obwohl finsterer Nebel der Menschlichkeit recht nahe ist, ist er doch ein schreckliches Gift für Menschen. Vielleicht spiegelt er seine Grausamkeit gegen die Seinen wider. Also ja, Reverse Humanity. So, und ab hier kann ich den Ring tauschen. Ich brauche nämlich goldenen Schlangenring. So. Denn jetzt geht es weiter in den Abgrund. Und ab jetzt brauche ich auch das Licht nicht mehr. Und dort unten haben wir sie. Die Menschlichkeitsphantome. Ja. Die Jungs sind... Sie sehen aus wie Menschlichkeit, definitiv. Und sie droppen auch Menschlichkeit. Aber ihre Leiber sind hochgradig gefährlich. Und es sind viele. Und fürs Erste meide ich sie, weil dort hinten ein Magier steht. Ich gehe hier lang. Bong. Hier werde ich nämlich von Alvina begrüßt. Hallo Alvina. Oh, Alvina verschwindet einfach mal so. Da ist Alvina wieder. Und hier sind auch Menschlichkeitsphantome. Genau. Die machen nicht wenig Schaden. Und den Schaden kann man nicht blocken. Das ist das Gemeine an denen. Komm her. So. Den Schaden kann man nicht blocken. Ja. Aber man kann ihm halt ausweichen. Was ich gerade nicht gerade sehr gut unter Beweis stelle, gebe ich zu. So, die Menschlichkeitsphantome sind eigentlich unsere einzigen Gegner hier noch. Die wir noch haben. Und Alvina ist hier in die Wand verschwunden. Deswegen hauen wir einfach mal hier gegen die Wand. Und finden etwas. Einen Zirkel auf dem Boden und jede Menge Menschlichkeitsphantome drumherum. So, die uns besser nicht einkesseln sollten. So, die Kleinen sind putzig, weil die mit einem Hit sterben, aber trotzdem immer noch Menschlichkeit droppen können. Und dort ist jemand in dem Zirkel. Darf ich vorstellen, Klein Sif, der große graue Wolf. So, weg mit euch Phantomen, die ihr Sif bedroht. So. Und einer droppt sogar Menschlichkeit. So, jetzt löst sich das Leuchten um Sif normalerweise auf. Wir können Sif mal genauer ansehen. Er hat ein Schwert dabei und er ist weg. Läuternder Turmschild. Eins der mächtigsten Schilde in diesem Spiel. Das will ich euch gleich mal zeigen. Ein stählernes Großschild, entstanden aus der Seele des königlichen Ritters Artorias, der in den Abgrund stürzte. Artorias, der tief vernarbt vom Abgrund war, nutzte ihn, um eine Barriere zu erschaffen, die seinen Gefährten Sif schützen sollte. Dabei wurde er abgenutzt, doch sein Schutz gegen Magie wurde gestärkt. Also ja, wenn man sich das Ding anguckt, das hat
zwar nur 80 physisch, aber 80 gegen Magie, Feuer und Blitz und 77 Haltung. Das ist ein verdammt gutes Schild gegen Magier. Aber auch verdammt schwer, wie man sehen kann. 14,5 zu 5. So.